Oh mein Gott, Freunde, was ist das für ein kranker Tag heute? Rockstar Games hat den GTA 6 Trailer gedroppt. Zwar etwas früher als eigentlich geplant, aber er ist da. Und es gibt so unglaublich viel zu entdecken und so unglaublich viel zu sehen und herauszufinden. Und genau darum soll es im heutigen Video mal gehen. Wir schauen uns alles an, alle Dinge, die ihr wahrscheinlich im Trailer beim ersten oder zweiten oder vielleicht auch dritten Mal angucken, übersehen habt. Insofern viel Spaß beim Video. Meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zu dem wohl wichtigsten Video aktuell rund um GTA 6 und zwar der GTA 6 Trailer Analyse. Wir haben uns das Ganze ja vorhin im Stream schon angeschaut, aber wir haben noch mal ein paar Sachen mehr gefunden im Team und das möchte ich euch heute gerne vorstellen, denn eigentlich wollte Rockstar Games den Trailer ja heute erst um 15 Uhr hochladen, allerdings wurde heute nach kurz nach 0 Uhr der Trailer geleakt und daraufhin hat Rockstar Games diesen Tweet rausgeschossen. Our tweet has leaked, so please watch the real thing on YouTube. Also unser Trailer wurde geleakt, bitte schaut euch den echten auf YouTube an. Und man merkt richtig in diesem Tweet, wie Rockstar Games richtig angepisst ist, dass es einfach wieder einmal durchgesickert ist und sie nicht den richtigen Plan halten konnten. War für mich auch ziemlich blöd, weil ich hatte eigentlich ja vor, um 14 Uhr zu streamen, aber was will ich machen? Deswegen haben wir die Trailer-Analyse auch schön vorgezogen. Und da waren ja auch einige von euch dabei, wir haben auch schon einiges gesehen, aber wir möchten im heutigen Video mal einfach alles Stück für Stück durchgehen, was mir da so aufgefallen ist. Grundlegend erstmal zum Trailer kann man sagen, es sind keine echten Automarken oder generell keine echten Marken zu sehen. Heißt, wir bleiben in dem Rockstar Games Universum, wo wir eben E-Cola haben, D-Class, Pfister und so weiter und so fort. Die Marken, die wir ja zum Teil auch schon kennen. Außerdem sehen wir im Trailer einige verschiedene Gegenden. Wir werden die Stadt sehen, wir sehen aber auch das Land oder das ländliche Gebiet und vieles mehr. Wir sehen, wie riesengroß Vice City sein wird. Wir haben gesehen, dass NPCs hier, wie auch schon durch die Leaks erfahren, in Gruppen laufen werden und nicht alleine, so wie in GTA 5, was extrem geil ist. Das sehen wir aber auch gleich nochmal. Social Media hat einen riesigen Bestandteil in GTA 6, so wie es aussieht. Und generell ist die Landschaft sehr, sehr flach, also wenig Berge oder gar keine Berge eigentlich zu sehen, was auch typisch für die Region rund um Miami ist. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein, direkt mit dem Trailer, Szene für Szene, und ich erkläre euch mal, was uns da so aufgefallen ist. Solltet ihr noch was anderes gesehen haben, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir dann noch einen zweiten Teil von diesem Video hier. Das erste, was wir sehen, ist nämlich einen Überblick über die Stadt im Sonnenaufgang. Und zwar sehen wir da in der Ferne auch den Knast, den wir gleich nochmal von etwas näher sehen werden. Außerdem sehen wir auf dem LKW, dass das sogenannte Patriot-Bier aus GTA 4 und GTA 5 in GTA 6 wieder einmal vorkommen wird. Wir sehen die Skyline von Vice City und daran können wir auch schon abmessen, wie riesengroß einfach diese Map sein wird. Wir sehen außerdem den Gauntlet Hellfire, den wir ja auch schon aus GTA 5 kennen. Und wir sehen auch, wie ein Auto einen Anhänger mit einem Motorboot drauf zieht, was nur Sinn macht. Gibt es ja auch schon in GTA 5, aber in GTA 5 ist das irgendwie nicht so richtig, wird es einfach nicht so benutzt. Das funktioniert auch nur so halb. Dementsprechend hier sieht es so aus, als wäre das Ganze wieder zurück und dann hoffentlich auch so, dass es funktioniert. In der nächsten Szene haben wir den Knast und zwar mal etwas näher als eben. Man sieht im Prinzip die gleiche Szene wie auch vorher. Man hat diese Vögel am Himmel, den Stacheldrahtzaun, diese Morgenröte und so weiter, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auf der nächsten Szene sehen wir den Knast jetzt auch mal von innen und zwar bekommen wir hier Lucia das erste Mal vorgestellt. Einen der Hauptcharaktere, der ja durch die Leaks letztes Jahr schon bekannt gegeben wurde. Und hier sehen wir sie das erste Mal und man muss sagen, sie sieht wirklich sehr attraktiv aus, kann man nicht anders sagen. Und auf dieser Szene sehen wir aber noch mehr und zwar nicht nur, dass sie gerade im Knast ist und dort ein bisschen genervt schaut, sondern sie hat auch ein Familienfoto hier an ihrem Bett kleben. Also vielleicht ist es auch ein Bild von unserem zweiten Charakter, von ihrer Familie, Freunden, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwie so ein bisschen persönlicher Bezug. Bin mal gespannt, was das ist. In der nächsten Szene erkennen wir, wo Lucia da ganz genau ist und zwar im Knast bei der Knastpsychologin und hier redet sie eben mit dieser. Und sie heißt wahrscheinlich Stephanie oder Stephanie und sie ist da eben am überlegen, warum sie im Knast ist und bla 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 und scherzt da ein wenig herum. Wiederum eine Szene später sehen wir einen enorm krassen Überblick über Vice City, über Miami Beach. Wir sehen zum Beispiel diese Katamaran-Yacht hier, wir sehen Delfine im Wasser, wir sehen, wenn dann die Kamera hochschwenkt, den Strand von Miami Beach, der extrem krass aussieht. Wir sehen die Skyline im Hintergrund, wir sehen einfach, wie riesengroß hier das ganze, die ganze Map aussieht. Außerdem kehren hier die ein oder anderen Fahrzeuge zurück und zwar sehen wir sowohl den Dodo als auch den Maverick, den es ja schon in anderen GTA-Teilen gibt, die hier wieder anscheinend zurückkehren werden. Am Ende dieser Szene steht dann auch Rockstar Games Presents, was das Ganze schon ein bisschen episch macht und es fliegt ein Flugzeug durch das Bild mit einem Banner, was es hinterher zieht. Und da steht drauf 919 Y69 when you can
9619. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist es? Oder beziehungsweise was heißt es? Und zwar, warum 69, wenn man auch 919 haben könnte? Was es ist? Keine Ahnung. Ist es vielleicht eine Dating-Plattform? Ist es vielleicht Werbung für irgendeine Social-Media-Plattform, was noch eine große Rolle spielen wird? Oder was hat es damit auf sich? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr eine Vermutung habt. Eine Szene später sehen wir einfach nochmal so einen klassischen Miami-Look mit Palmen, Hochhäusern. Ach, es sieht einfach episch aus. Und eine Szene wiederum später. Jetzt gehen wir mal weg aus Miami Beach, sondern gehen mal in die Everglades. Und dort sehen wir ein Airboat, was eben durch die Everglades, also durch dieses Moor-Sumpfland durchfährt. Eine Szene später das Ganze dann nochmal ein bisschen besser belichtet. Deswegen schauen wir uns die mal eher an. Sehen wir nämlich wieder die Everglades mit Flamingos, Alligatoren, Enten, Rehen. Eine extrem geile Natur, also es sieht einfach schön aus und belebt aus. Das haben wir so von einem Rockstar Games Spiel noch nie gesehen, auch nicht in Red Dead Redemption 2. Das ist wirklich Next Level. Aber genug von den Everglades, gehen wir mal zurück nach Miami Beach, denn hier sehen wir einiges in dieser kommenden Szene. Und zwar einmal, dass es wohl Gruppenaktivitäten gibt. Das ist erstmal, klingt vielleicht ein bisschen lame, aber es ist eine krasse Verbesserung zu GTA 5. Denn dort, wenn ihr mal drauf achtet, in GTA 5 gehen NPCs immer alleine ihren Aktivitäten nach. Vielleicht laufen sie parallel zueinander oder so. Oder sie stehen an einem Ort, aber sie machen nie etwas miteinander. Und das sieht jetzt hier ganz anders aus. Wir haben hier ein Pärchen, was zusammen mit ihrem Hund am Strand joggt. Wir haben hier Leute, die sich unterhalten, während sie auf ihren Strandmatten liegen. Wir haben hier auch diesen Herrn, der seiner Freundin behilflich ist bei einem Fotoshooting. Außerdem haben wir zwei Helikopter, einmal den Sea Sparrow und einmal den Super Volito, die wir ja auch schon aus GTA 5 kennen. Außerdem sehen wir verschiedene Sonnenschirme, unter anderem auch die Sol Sisters Sonnenschirme, die eben eine Anspielung sein sollen auf die Seelenschwestern. Und wir sehen, wie auch mit einem Anhänger ein Boot ins Wasser gelassen wird, was nochmal die Vermutung vom Anfang von diesem Video hier bekräftigt, dass dieses Ganze, wir lassen ein Boot zu Wasser und holen es wieder raus und fahren dann wo irgendwo hin, wieder ein bisschen ankurbelt. In der nächsten Szene fahren Speedboote am Hafen vorbei. Auch das sieht extrem cool aus. Erinnert mich persönlich so ein bisschen an The Crew. Ist nicht ganz so meins, weil ich irgendwie Boote in Spielen meistens ziemlich nervig finde. Mal schauen, wie sie es umsetzen am Ende. Aber sieht an sich schon mal sehr, sehr interessant aus. In der nächsten Szene sehen wir Lucia bei einem Videodreh. Denn sie sitzt hier bei ihrem Cabrio etwas erhöht, schwenkt da mit ihren Armen umher und wird gefilmt von dem Supersportwagen, der eben vorne ranfährt. Auf dem Fahrersitz sitzt vermutlich Jason, unser zweiter Charakter, den wir auch gleich nochmal etwas genauer sehen werden. Und es sieht schon sehr, sehr interessant aus. Außerdem ist in der Szene auch ein Straßenschild auf der Highway oben zu sehen. Und zwar sehen wir dort die verschiedenen Stadtteile, die dort zumindest in der Nähe sind. Und zwar Cali Country, Vice City International Airport und Stockyard Downtown. Also das sind auch nochmal so ein paar Namen, die man sich mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, um einfach zu wissen, was es da so für Stadtteile grob geben wird. Nächste Szene ist auch nochmal ganz interessant. Und zwar sind wir da ganz woanders. Und zwar sind wir jetzt Downtown Miami, so wie es aussieht, vielleicht Little Haiti oder so. Und zwar sehen wir dort ein Lawrider-Treffen. Wir sehen da aber nicht nur ein Lawrider-Treffen, sondern eben auch ein Polizeihelikopter, ein Chrysler 300C und verschiedene neue Fahrzeuge, ein neues Motorrad, was extrem geil aussieht. Und ich muss einfach sagen, es ist einfach eine wilde Szene, vor allem diese knalligen Farben. Also ich finde, der Vibe ist sehr, sehr gut. Vor allem dieser neue Rolls-Royce Cullinan ist, glaube ich, auch ein extremes, ja, gewünschtes Fahrzeug, welches Rockstar Games uns damit ins Spiel bringt. In der nächsten Szene sind wir im Stripclub und jetzt bleiben wir bitte jugendfrei allemal. Und zwar sehen wir in diesem Stripclub ein T-Shirt mit der Band oder der Aufschrift Dolls of Destruction. Und diese Band existiert bisher nicht im wirklichen Leben und auch in keinem bisherigen GTA-Teil. Ist also eine neue Band, die wir hier bekommen. Und dieser Stripclub ist höchstwahrscheinlich der Stripclub Jack of Hearts, welcher ja bereits in dem ein oder anderen Leak vorkam. In der nächsten Szene sehen wir einen wohl sehr wichtigen Charakter, aber wir haben dazu noch kaum Informationen und auch keinen Namen. Und zwar ist das wahrscheinlich einer der wichtigsten Side-Characters im Spiel. Irgendwie so der neue Geralt, der uns wahrscheinlich viele Missionen und so weiter gibt. Was mit dem genau ist, wissen wir allerdings jetzt noch nicht. In der nächsten Szene dachte ich ja im Stream, es handelt sich um die Einfahrtspassage von den Keys. Das ist aber nicht ganz so. Und zwar hat man die hier auch auf Google Earth gefunden. Und dort sieht man eben, dass es sich um das Sicherheitstor der Florida Sun Pass Venation Toll Plazas handelt. Hier sehen wir ganz viele Yachten. Wir sehen Tennisplatz, was ja auch durch die Leaks bereits bestätigt wurde, dass wir eben Tennis spielen werden können. Und das ist eben eine Mautstation oder ein Sicherheitstor für diese abgeriegelten Bereiche. Für die, die es nicht wissen, in den USA ist es sehr häufig, dass es Wohngebiete gibt, die komplett abgeriegelt sind, mit einem Sicherheitsdienst, mit Toren und so weiter und sich deswegen ein bisschen verbarrikadieren und dementsprechend, das scheint eben so ein Eingangstor zu sein. In der nächsten Szene sehen wir den Ocean Drive, den wir ja auch schon aus GTA Vice City kennen und hier sehen wir wirklich unglaublich
unglaublich viel und das ist eigentlich auch schon mit so die wichtigste Szene aus dem Trailer, würde ich fast sagen. Wir sehen einmal einen Ferrari Testarossa, das ist der Cheetah aus GTA 3 bzw. City und San Andreas. Bisschen angelehnt auch auf den Cheetah Classic aus GTA 5, aber nicht ganz so hundertprozentig. Da passen die aus den anderen GTA-Teilen dann doch ein bisschen besser. Wir sehen den Vodo aus GTA Vice City als kleine Anspielung. Wir haben einen Porsche, das ist wahrscheinlich der Pfister Comet S2. Allerdings sieht der so krass echt aus, dass man schon fast denken könnte, es werden echte Automarken in GTA 6 benutzt. Ist aber nicht so. Es sind immer noch nur in Anführungszeichen die GTA-Marken aus dem GTA-Universum. Beim Cheetah sehen wir außerdem ein Custom-Nummernschild, was noch so ein kleiner Fun-Fact ist. Am Straßenrand sitzt ein Obdachloser und der hat ein Chamäleon auf der Schulter, was schon wirklich extrem süß aussieht. In den Gebäuden sehen wir, dass der Fernseher läuft. Vielleicht läuft da sogar echtes Fernsehprogramm. Und im Hintergrund sehen wir auch ein ganz besonderes Hotel und zwar das Ocean View Hotel, was wir auch aus GTA Vice City kennen. Außerdem, und das ist für mich als Motorradfan natürlich ein absolutes wichtiges Detail, die Motorräder parken auch nicht wie in GTA 5, wie ein Auto einfach parallel zur Straße, sondern sie stehen wie im Real Life auch quer drinnen, so wie man halt ein Motorrad parkt, einfach aus Platzgründen. Das ist auch nochmal so ein kleines Detail, was ich ganz interessant finde. In der nächsten Szene sehen wir einen Nachtclub, der sehr, sehr cool aussieht, vor allem mit diesen ganzen Flammen und Kerzen da. Aber da kann man eigentlich nicht so viel dazu extra sagen. Im nächsten haben wir auch einen Screenshot, der extrem geil aussieht. Und zwar sehen wir hier die Keys. Wer sich in Miami mit der Karte nicht ganz so auskennt, es gibt diese ewig lange Inselgruppe unterhalb von Miami auf dem Weg sozusagen nach Mexiko, wenn ihr es so wollt. Und das ist eben eine ewig lange Highway, die sich über ganz viele Inseln hinführt. Und es sieht einfach unglaublich geil aus. Die Brücke, die wir in dieser Trailer-Szene sehen, gibt es auch in echt. Die heißt nämlich 7 Mile Bridge. Und die andere, die ältere daneben eben Old 7 Mile Bridge. Was auffällig ist, ist, dass hier eben ein Highway komplett durchfährt und nebendran eben eine alte Brücke ist. Und wenn man da mal genau schaut, sehen wir da wahrscheinlich schon den ersten Monster-Stunt in GTA 6. Zudem fliegt auch hier wieder der Dodo, also das Wasserflugzeug. Wir sehen Frachtschiffe, die hier fahren, ob wir das dann auch selber steuern können oder ob das nur von NPCs gefahren wird, keine Ahnung. Und wir haben in der Ferne noch einen Ballon, den wir sehen, ob der da gerade am Start ist oder gerade gelandet ist. Das sei mal da so hingestellt. In der nächsten Szene wird ein neuer Abschnitt in diesem Trailer eingeläutet. Und zwar sehen wir dort erstmals diesen riesigen Bestandteil vom Trailer Social Media. Denn wir haben hier eine Dame, die hier für die Kamera postet mit einem extrem geilen Hintergrund, muss man einfach dazu sagen. Sie trägt einen Bikini von der Modemarke Cezanta Nove, was eben die Kopie von Louis Vuitton darstellen soll. Wir sehen, dass sie künstliche Fingernägel hat. Auch das ist neu im Vergleich von GTA 5. Und generell sieht man einfach dieses Ambiente, wie die Leute da sitzen. Es sieht einfach so viel krass realistischer aus. In der nächsten Szene sehen wir das Vice City Sign, was eben eine Anspielung auf das Miami Sign aus Bad Boys darstellen soll, denn das Miami Sign gibt es in echt nicht, das ist ein Mythos, das Ganze gibt es nur in Filmen und gibt es in echt überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur durch Filme, denken viele Leute, es gibt's, aber es ist immer aus Filmen, die das extra aufgestellt haben für diesen Film. Und jetzt fangen wir an mit diesem Social Media Kram, denn wir sehen jetzt immer und immer wieder im Trailer Perspektiven aus einem fiktiven Social Media Plattforms Ding. Zunächst einmal sehen wir nämlich eine Szene, wie ein älterer Herr auf einer Yacht mit ein paar jüngeren Damen tanzt und darunter als Kommentar schreibt er eben "Ay Papi, save some sugar baby for the rest of us", also sowas wie "Hey Mann, lass ein paar Mädels für uns übrig". Ganz witzig. In der nächsten Szene sehen wir auch einen Beitrag und zwar, wie hier ein Alligator aus einem Pool gezogen werden muss und auch da heißt es eben, yo, Leute, passt bitte auf, was ihr für Gäste in eurem Pool habt. In der nächsten Szene auch wieder ein Ingame Social Media Beitrag, wo eben eine Dame auf dem Dach eines Autos beim Fahren twerkt und das online stellt, also das ist wirklich verrückt. Und dann wiederum in der nächsten Szene sehen wir eben eine kleine Promotion für einen neuen Song, der bald kommt und das Ganze sogar in einem Livestream. Also wir werden im Spiel sowohl Bilder posten können anscheinend und eben auch Livestreams machen können und das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass. Auch die nächste Szene gibt uns nochmal einen Aufschluss über viele Sachen, die wir im Spiel haben werden. Und zwar sehen wir hier eine Tankstelle, einen Tankstellen-Store, wo ein Alligator gemütlich reinspaziert. Und hier sehen wir eben erstens, wie die ganzen NPCs in diesem ganzen Laden, auch die, die weiter weg sitzen, alle auf den Alligator schauen. Und auch das ist neu. In GTA 5 müssen NPCs ja wirklich angegriffen werden, aktiv. Oder in der Nähe muss jemand angegriffen werden mit einer Waffe, damit die überhaupt reagieren. Aber hier sehen sie, oh, warte mal, da kommt ein Tier. Das schaue ich mir mal genauer an. Draußen sieht man sogar ein paar Leute, die die Handys zücken, um das zu filmen. Und wenn man durch die Scheibe durchguckt, sieht man eben auch einen NPC, der da gerade wartet, dass sein Auto getankt wird. Heißt, die NPCs werden nicht wie in GTA 5 einfach nur zur Tankstelle fahren, da passiert
nichts, sondern sie werden auch richtig tanken, was halt wieder realistischer ist. In der nächsten Szene wird ein Haus von der Polizei gestürmt. Was wir hier sehen, ist, dass es Zivilpolizei gibt und dass es Polizei-Bodycams gibt, die auch genauso aussehen wie in echt. Hier ein Beispiel. Die nächste Social-Media-Beitrag ist wieder mal an einer Tankstelle und zwar sieht es sehr witzig aus, wie hier so ein Typ nackt über den Platz rennt und darunter steht, normalerweise muss man eben in einen Club gehen, um so ein Gewackel zu sehen. Ist auch wieder so ein kleiner Fun-Fact, finde ich ganz witzig und ja, ist auch wieder eine ganz lustige Szene. In der nächsten Szene sehen wir wieder mal einen Beitrag und zwar haben wir hier einen Typen, der mitten auf der Highway einfach aussteigt aus seinem Auto, sich einen Schritt greift und dazu eben in seinen Post schreibt, nur bei uns in Leonida ist ein Griff in den Schritt eine Entschuldigung für schlechtes Fahren. Auch hier wieder absolut krasser Rockstar Games Humor, ich feiere es extremst und damit wissen wir jetzt auch, dass Florida fiktiv im GTA-Universum Leonida heißen wird und nicht mehr San Andreas, wie der Bundesstaat eben in Kalifornien in GTA 5. In der nächsten Szene sehen wir wieder mal einen Menschen, der denkt, er kann super krasse Stunts und schreibt unter diesen Post eben drunter, RIP Rudy, see you in heaven. Zudem sehen wir eben an dem Auto, wenn es vorbeigefahren ist, zwei Aufkleber, einmal Wise Vinyl und einmal Ride Out Customs. Haben wir damit sozusagen den neuen Los Santos Customs sozusagen geleakt, wissen wir jetzt, wie der heißt, Ride Out Customs vielleicht oder Wise Vinyl. Vielleicht gibt es ja sogar zwei konkurrierende Tuning-Firmen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jetzt sehen wir nochmal einen älteren Herren, der in seinem Stringtanga seine Blumen gießen will, ist das vielleicht das Haus aus GTA San Andreas aus der Definitive Edition, was damals geleakt wurde. Man sieht es nicht genau, aber vielleicht ist es das ja. Weiter geht's in den sogenannten Thrillbilly Mud Club. Ein, wie soll ich sagen, Event, ein Festival, wo es richtig in den Schlamm geht. Und zwar sehen wir einmal zum Beispiel ein Auto aus GTA 5 und zwar den Outlaw. Wir sehen Monster Stunts im Hintergrund, wir sehen Monster Truck im Hintergrund. Wir haben viele Offroad-Fahrzeuge und Strecken und das ist vielleicht so ein bisschen die Offroad-Racing Strecke, keine Ahnung, es sieht extrem cool aus. Und viele Leute haben jetzt gesagt, im Hintergrund würde man Kinder sehen. Das würde ich mal einklammern, denn Kinder in GTA, das ist eher unwahrscheinlich, das gibt's nicht. Vielleicht mal in der Cutscene, aber nicht in der Open Lobby, auch aus Jugendschutzgründen und dann gibt's einfach zu viel Shitstorm für Rockstar Games. Wahrscheinlich sind die gerade so 18 oder sowas. Auf jeden Fall so richtig Kleinkinder gibt's nicht. Ältere Jugendliche vielleicht, aber das würde ich jetzt mal nicht mich drauf versteifen wollen. In der nächsten Szene, und das ist eigentlich eine meiner absoluten Highlight-Szenen, sehen wir eine Karen, eine Dame, die ein bisschen am Ausrasten ist mit diesen zwei Hämmern in der Hand. Und das ist eben eine Anspielung auf ein Meme, was es auch im Real Life gibt. Ich zeige euch hier mal die Real Life-Version da im Vergleich. Sieht schon wirklich sehr, sehr witzig aus. Dann sehen wir eine College-Party, die ein bisschen am Eskalieren ist. Keine Ahnung, da wissen wir aber nicht mehr zu. Auf der nächsten Szene sehen wir eben eine Verfolgungsjagd oder zumindest die Polizei auf der Suche nach Lucia und Jason. Und in dieser Szene sehen wir nicht nur zwei neue Polizeiautos, ein SUV und ein normales Auto, sondern auch eine relativ witzige Werbung im Rockstar Games Humor und zwar für das Produkt It Cars Emotions. Und dort steht eben, es heilt Emotionen, ist so eine Art Viagra und in den Packungsbeilage oder in diesem Warnhinweis unten drunter steht eben auch, Patienten zwischen 18 und 65 Jahren sollten bei der Anwendung äußerst vorsichtig sein. Plötzlich ertragen könnte lebensbedrohlich sein. Rufen Sie Ihren Arzt an, wenn Ihre Erektion länger als 4 Stunden anhält. Ergebnisse können variieren. Finde ich ganz witzig, so als Rockstar Games Humor für eine neue Werbung feiere ich extremst. In der gleichen Szene sehen wir auch das allererste Mal Jason, den zweiten Charakter aus GTA 6, den wir bekommen werden. Durch die Leaks wissen wir ja, dass wir Lucia und Jason haben. Hier haben wir das allererste Mal Jason zu Gesicht bekommen und er sieht ein bisschen anders aus als in den Leaks von 2020. Lucia sieht relativ ähnlich aus, allerdings Jason hat sich schon krass verändert, was ich ganz interessant finde. Und auch in dieser Szene sehen wir, dass die Spiegel anscheinend funktionieren, was auch nochmal ein krasses Improvement ist zu GTA 5. In der nächsten Szene sehen wir, wie Lucia auf dem Beifahrersitz sitzt, Geld zählt und dabei fällt ein bisschen was auf. Erstens, das Geld sieht ziemlich abgeranzt aus, was halt auch wieder realistisch ist, was ganz cool ist. Auch die Sitze haben einfach Spuren, dass sie benutzt wurden, was auch das wieder ein bisschen realistischer macht und ich persönlich extrem feier. In der nächsten Unfallszene gibt es auch das ein oder andere zu sehen und zwar sehen wir das erste Mal eine High-Speed-Patrol-Einheit der Polizei, also die Polizei, die so ein bisschen auf der Highway eher aufpasst und damit coolere Autos hat in der Regel und man sieht auch, wie die Leitplanke verbogen ist. Also hier so kleine Details. Sieht schon sehr realistisch aus. Stellt euch das mal vor, ihr seid einfach so in der Open Lobby, fahrt da entspannt zu einer Mission oder so. Auf einmal vor euch gibt es einen Unfall. Ihr könnt überlegen, wollt ihr anhalten, wollt ihr helfen, wollt ihr die Polizei vielleicht rufen, das ist, was ihr sogar machen müsst, weil sonst kommt keine. Oder ihr fahrt einfach weiter und habt keinen Bock da drauf. Junge, es ist einfach so krass, was uns da erwarten wird. Die nächste Szene ist mal wieder aus dem Fernsehen und zwar vom Joker 305 eine Anspielung. Und er ist eben eine amerikanische Instagram-Persönlichkeit mit einem Meme, der aber
aber in Miami wohnt. Und er ist eben bekannt, dass er sich von Joker aus den Filmen, aus den Batman-Filmen, hat inspirieren lassen, zum Beispiel mit den Tattoos im Gesicht, den gefärbten Haaren und so weiter und so fort. Und finde ich ganz witzig, dass Rockstar Games auch hier solche moderneren Social-Media-Stars irgendwie damit reinbringt. In der nächsten Szene sehen wir ein paar Leute, die Motorrad bzw. Quad fahren. Hier sehen wir zum Beispiel die Sanchez und auch die Street Blazer aus GTA 5. Was auch zeigt, dass hier nochmal das ein oder andere Fahrzeug aus GTA 5 zurück in GTA 6 vorkommen wird. Jetzt sehen wir, wie die Polizei versucht, diesen Motorrad-Rideout irgendwie zu beenden. Es aber nicht so ganz schafft. Und hier sehen wir aber einen Comet Retro Custom. Eine neue Polizeieinheit. Was das für ein Auto sein soll, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen, dass Weasel News zurückkommt. Und wir sehen auch noch den Banshee aus GTA 5 oder den anderen GTA-Teilen. Das ist aber noch lange nicht anders, denn wir sehen in diesem Trailer wirklich unglaublich viel. Hier haben wir nämlich einmal noch einen Typen, den High Rollers Lifestyle Typen, und der hat sogar zum Beispiel auf seinem Auto hinten ein Instagram-Tag drauf oder halt hier diese Social-Media-Plattform, wie auch immer die heißen wird, mehr als Tag drauf, und das ist halt auch nochmal ganz witzig. Und man sieht einfach immer wieder, wie Social Media hier doch eine riesige Rolle spielt. Die nächste Szene ist auch sehr, sehr witzig, und zwar stürmen hier Lucia und Jason in einen Kiosk rein und wollen das anscheinend überfallen. Und im Hintergrund sieht man eine Werbung von Pisswasser, wo steht Pisswasser, nein. Und da muss man wissen, dass eben dieses Nein, das Wort Nein, für Amerikaner irgendwie extrem witzig ist. Keine Ahnung. Immer wenn man irgendwie Amerikaner trifft, dann schreien die einen immer nur an, nein, nein, weil sie das Wort irgendwie so unglaublich witzig finden, keine Ahnung. Außerdem sieht man in dieser Szene auch E-Cola, was wieder zurückkommen wird. Und ja, ist wahrscheinlich eine zuckerfreie Variante, Pisswasser, eine alkoholfreie Variante, denn GTA geht natürlich auch so ein bisschen mit der Gesellschaft mit, wo eben immer mehr gesunde Lebensweise und so wichtiger wird. Und somit hat auch Rockstar Games oder GTA 6 die Welt sich weiterentwickelt. Jetzt sehen wir nochmal eine Szene, wo einiges zu entdecken ist. Und zwar einmal den Tulip, mit dem hier Lucia und Jason ja durch die Gegend driften. Das ist der Tulip, den haben wir auch schon in GTA 5. Außerdem sehen wir den Pawn and Gun als neuen Waffenladen. Wahrscheinlich sozusagen die Konkurrenz von Ammunition. Ob wir Ammunition und Pawn and Gun bekommen oder ob wir nur Pawn and Gun bekommen, das werden wir sehen. Außerdem steht da auf dem Parkplatz noch eine G-Klasse rum, beziehungsweise eine neue Version von Dubster, was ich ganz, ganz nice finde. Auf diesem Nummernschild von dem Tulip steht übrigens N9CT4N, was ausgeschrieben sowas heißen könnte wie Nice Tur oder sowas. Habt ihr eine Idee, was das bedeuten könnte? Sonst schreibt es gerne in die Kommentare. In der nächsten Szene haben wir eine etwas intimere Szene zwischen Lucia und Jason, wie sie sich hier irgendwie Liebesgeständnisse machen und fragen, vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir und so weiter. Und man sieht hier einfach, dass diese beiden eine doch recht enge Beziehung zueinander pflegen. Und was noch eine ganz interessante Sache ist, dass erstens Jason hier noch Reste von Ohrlöchern hat. Keine Ahnung. Und dass wir dieses Bett bereits aus den Leaks kennen, die ich euch hier wiederum leider nicht zeigen darf. Aber in einer der Leaks-Szenen sehen wir eben auch dieses Bett zu erkennen an diesem grünen Zettel, der hier an der Wand hängt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Szene aus dem Trailer. Und zwar stürmen hier Lucia und Jason für einen Raubüberfall in ein Kiosk. Und da gibt es einiges zu entdecken. Auf der Tür ist zum Beispiel ein Sticker, auf dem draufsteht, wir akzeptieren keine in Unterwäsche aufbewahrtes Bargeld mehr, was ich ganz witzig finde. Außerdem sehen wir hier Werbung für ein neues spanisches Bier mit dem Namen Pendejo, was eben so viel bedeutet wie Arschloch oder Idiot. Wird allerdings auch im spanischen Raum eher so als Spaßbeleidigung benutzt, wie bei uns vielleicht Spast oder sowas. Weißt du, also jetzt nicht irgendwie eine ernst gemeinte böse Beleidigung, sondern mehr so, ja, so unter Kumpels. Außerdem sehen wir hier von der Marke Dignity oder so ähnlich, Dignity, keine Ahnung, wie das genau heißt, eine neue Variante, Produktvariante. Bisher gab es das nur in Flaschen, jetzt gibt es auch in Dosen. Und auf der Tür steht auch der Name Petty Forever, was eben eine Anspielung auf Tom Petty ist, der auch das Lied im Trailer singt. Was übrigens Love is a Long Road bedeutet. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das finale GTA 6 Logo. Das reale, das echte GTA 6 Logo offiziell von Rockstar Games. Wir sehen außerdem, dass das Spiel 2025 kommt. Wann genau, wissen wir allerdings nicht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Rockstar Games Logo. Also ihr seht, Freunde, der Trailer ist wirklich unglaublich lang. Es steckt extrem viel drin, wenn man sich das alles mal ein bisschen genauer anschaut. Welche von den Sachen im Trailer findest du extrem krass? Welche haben wir vielleicht übersehen? Und welche Sachen sollen wir nochmal besprechen? Wollt ihr ein extra Video nur über die Autos, die uns vielleicht aus GTA 5 in GTA 6 wieder erwarten? Er wollt ihr ein Video extra über Jason und Lucia haben, wo wir dann nochmal ein bisschen im Detail drüber eingehen? Wollt ihr wissen, wie es weitergeht und so weiter? Schreibt mir eure Wünsche, eure Meinungen, eure Gedanken, einfach alles in die Kommentare. Ich schaue mir da alles durch und werde probieren, alles zu beantworten und bin da auf jeden Fall auf eure Meinung sehr gespannt. Ansonsten sehen wir uns natürlich auch heute Abend live noch einmal und werden dann nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen und dann nochmal ein bisschen Fragen über den Trailer klären, ein bisschen über den Trailer sprechen. Also schaltet auf jeden Fall ein. Ich denke, es wird so
so 19.30 Uhr, bin mir aber noch nicht 100% sicher. Wir müssen mal gucken, je nachdem, wie ich mit den Videos hier durchkomme. Aber wir werden auf jeden Fall heute Abend noch streamen. Würde mich freuen, wenn ihr da am Start seid. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, lasst gerne ein Abo da, teilt das Video mit all euren Freunden. Wir sind auf dem Weg, die 140.000 Abonnenten zu knacken. Und es wäre geil, wenn wir das jetzt noch hier diese Woche schaffen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.